Hallo und herzlich willkommen, liebe Steinböcke. Ich hoffe, es geht dir gut. Wir schauen heute wieder rein in die Energien für die Steinböcke, Sternzeichen, Aszendenten oder wenn du deinen Mond im Zeichen Steinbock stehen hast, kannst du hier vielleicht in Resonanz gehen und eine Botschaft für dich mitnehmen. So, für den Monat April schauen wir rein, was zeigt sich für die Steinböcke im April. Was kommt im April auf dich zu? Welche Themen zeigen sich hier? Oh, das Schicksalsrad. Das Schicksalsrad bringt immer Veränderungen, Herausforderungen, Prüfungen, karmische Themen, die aufgelöst werden wollen. Und vor allem geht es da auch immer darum, ein Thema anzupacken, sich einer Sache zu stellen, die man vielleicht auch gerne vor sich herschiebt. Bei den Steinböcken. Was darf ich weitergeben für den April? Für die Steinböcke. König der Schwerter, Königin der Kelche und die Fünf der Schwerter. Oh, also ja, Fünf der Schwerter, das ist immer, das sind Gemeinheiten. Das sind Konflikte, Kämpfe, Angriffe, Gemeinheiten, Demütigung. Das ist alles, was so unfaire Situationen und Kämpfe sein können, ist eine Niederlage. Vielleicht fühlst du dich niedergeschlagen oder hast eine Art Niederlage erlebt. Oder fühlst dich hier irgendwelchen Grausamkeiten, Gemeinheiten ausgesetzt mit einer Person? Jetzt haben wir hier zwei Personen liegen. König der Schwerter und Königin der Kelche. Eine von beiden könntest jetzt du sein. Also wir haben hier einmal einen sehr sensiblen, empfindsamen Menschen, der sehr, sehr mitfühlend ist und sehr intuitiv. Und wir haben jemand, der ist sehr kühl, distanziert, sehr rational, sehr stark im Kopf, sehr verstandesklar, hellwach, strategisch und ja, ein bisschen unnahbar vielleicht auch. Wir haben ja hier auch, ne, das ist ja auch Schwerter. Also jemand, der hier vielleicht auch konfliktbereit ist und gerne sich hier auch Auseinandersetzungen stellt. Aber wir haben mit dem König der Schwerter erstmal jemanden, der auch sehr klug ist. Es könnte also auch jemand sein, der dich hier berät oder der dir klugen Rat geben kann in einer Angelegenheit, wo du hier irgendeinen Konflikt oder eine gemeine Situation hast mit irgendjemandem. Also der König der Schwerter könnte zum einen derjenige sein, mit dem du hier involviert bist, in diesem Konflikt, der dich hier ja, ungerecht, unfair irgendwie behandelt. Oder aber es ist jemand, der dir hier helfen kann, der dir einen klugen Rat gibt. Oder es ist deine eigene Energie, dass du dich angesichts dieser Konfrontation hier sehr, dass du hier strategisch vorgehst, vielleicht auf Distanz gehst und versuchst, eine kluge Entscheidung, eine kluge Haltung einzunehmen. Das ist auch jemand, der sehr weise sein kann, je nachdem, ob der jetzt in seinem Licht oder in seiner Schattenenergie liegt. Auf jeden Fall haben wir diese Energie hier von jemandem, der sehr verstandesorientiert ist. Und dann haben wir hier die Königin der Kelche, die ist, wie gesagt, hier sehr sensibel, sehr empfindsam, sehr ja, gefühlsbetont. Na, und das könnte nun deine Energie sein, es kann aber auch ein Gegenüber sein. Es kann auch sein, wie gesagt, also wie die Rollen hier verteilt sind, das weiß ich nicht. Ich sehe hier nur die beiden Personen und ich sehe den Konflikt. Und der Rest ist bei jedem vielleicht eine ganz andere Sache. Diesen gemeinen Kampf. Ja, also es ist schon naheliegend. Ich meine, wenn wir uns das ja anschauen. Die Königin der Kelche ist ja eine Energie, die ist sehr sensibel. Die ist sehr empfindsam. Die geht nicht so auf Angriff. Das ist eher der König der Schwerter, der hier dazu neigt, hier auch sich, naja, der sich Luft macht, der Dinge ausspricht, der klärt, der auch ein bisschen kalt rüberkommen kann und der auch verletzend sein kann, je nachdem, ob er wirklich hier, wie gesagt, in seinem Licht oder in seinem Schatten liegt. Wir schauen mal, was dich jetzt hier, ja, schau mal, da ist es wieder, das Schicksalsrad. Da ist das Schicksalsrad und es liegt hier auf der Aufgabenlinie, auf der ungelösten Aufgabenlinie. Dieses Schicksal, diese Lektion, diese Aufgabe ist noch nicht gelöst worden. Das ist tatsächlich hier vom Schicksal eine
Situation, die dir hier geliefert wird. Es kann, wie gesagt, karmischer Natur sein. Es kann sein, dass du hier mit irgendeiner Seele zusammen etwas auflösen musst. Aber es kann auch darum gehen, dass du deine Aufgaben als Seele hier annimmst und daran wächst, dich entwickelst und etwas auch veränderst. Da werden dir Umstände geliefert vom Schicksal, damit du daran wachsen und dich entwickeln kannst. Und es geht darum, hier, wie gesagt, eine Aufgabe anzunehmen und ein Thema jetzt hier aktiv anzugehen und zu lösen. Und das ist ein Thema, was dich hier blockiert, hemmt und einschränkt und unfrei macht. Wir haben hier die Acht der Schwerter. Also es kann durchaus sein, dass es dir hier sehr schwer fällt, diese Sache, diese Aufgabe hier anzunehmen und zu bearbeiten, weil du dich hier gehemmt fühlst, eingeschränkt fühlst, unfrei fühlst. Also da ist etwas in dir, ist hier echt blockiert. Ja, und das kann, so habe ich das Gefühl, hier nur befreit sein werden, indem du hier aktiv diese Aufgabe jetzt annimmst. Und was du genau tun sollst, das schauen wir uns gleich an. Ja, es gibt ja ein Ungleichgewicht, eine fehlende Balance. Es geht darum, hier eine kluge Lösung zu finden, eine kluge Entscheidung zu treffen, ein faires Urteil zu fällen, aber überhaupt ein vernünftiges Urteil hier erstmal zu finden. Es möchte sich eine Gerechtigkeit einstellen und es ist hier eine Sache, ist hier nicht gerecht, ist hier gibt es irgendwo ein Ungleichgewicht, ein ungleiches Verhältnis, was das Thema Schuld und Gerechtigkeit angeht. Ja, diese Waage ist nicht ausgeglichen. Die liegt jetzt hier auf der Blockadenlinie. Also entweder empfindest du jemand anderes hier als sehr ungerecht oder ich kann das nicht ausschließen. Es kann auch sein, dass du dich hier irgendwo ungerecht verhalten hast oder unfair verhalten hast. Irgendjemand hat sich hier nicht so richtig fair verhalten. Deswegen haben wir dieses Ungleichgewicht. Na, das, ja. Also hier geht es darum, wie gesagt, Schicksal annehmen, diese Hemmung, diese Blockade überwinden, diese Einschränkung. Versuche hier eine kluge Lösung zu finden, ein faires Urteil zu fällen, den Verstand einfach mal jetzt zu benutzen, auch in ein klares Urteil zu fällen, etwas richtig zu erkennen, eine Sachlage hier richtig zu analysieren und einzuschätzen und natürlich hier auch auf Fairness und Ausgleich achten, dass man hier auch ein faires Urteil trifft. Ne? Darum geht es eben auch immer hier, ein faires Urteil zu fällen. Aber wir schauen mal, was es überhaupt jetzt hier, worum es hier geht, was du tun sollst. Sieben der Schwerter folgt auf die Acht der Schwerter. Na, und sie schaut sich auch diese, ich weiß nicht, wie gut du das sehen kannst, also die Frau hat jetzt hier diese Schwerter in der Hand und will sich jetzt da auf und davon machen, davon stehlen. Und sie schaut auf die Situation, wo sie gehemmt und unfrei ist und eingeschränkt. Also es geht darum, sich aus dieser Situation hier zu befreien. Das sehe ich ganz klar, indem du hier irgendwie eine Strategie anwendest, strategisch vorgehst, dich vielleicht auch schützt und bedeckt hältst, vielleicht deine wahren Absichten hier erstmal nicht unbedingt verlauten lässt. Weil irgendwie habe ich das Gefühl, es geht schon darum, dass du erstmal hier dich aus dieser Gefangenschaft hier befreist. Ne, das ist ja immer nicht zu sagen, ich meine, das ist die Lug- und Betrugkarte, aber es ist ja immer auch fraglich, wie die Umstände sind. Das ist ja immer auch bei jedem was ganz anderes. Manchmal ist es notwendig, heimtückisch oder heimlich Dinge zu planen oder sich bedeckt zu halten oder nicht ganz offen seine wahren Absichten zu zeigen, um sich aus einer Situation befreien überhaupt zu können, ne? Es kann auch sein, dass jemand im Umfeld jetzt hier sehr, dass du hier aufpassen darfst oder vorsichtig sein darfst, mit wem du es hier zu tun hast. Es kann sein, dass es hier auch jemanden gibt, der hier jetzt sehr unehrlich, unaufrichtig ist, der sich davon stiehlt, der möglicherweise hier auch betrügt oder eine Intrige hier irgendwie. Also wir haben hier so ein Umfeld, was hier nicht ganz aufrichtig, nicht ganz ehrlich ist. Das ist, was wir hier sehen, wo du jetzt aufpassen darfst, besonders darauf achten darfst. Aber eben auch, vielleicht geht es darum, dass du dich ja auch schützt, gerade weil es hier ein betrügerisches Umfeld geben könnte, dass du dich hier schützt, bedeckt hältst und vielleicht auch du hier irgendwie strategisch vorgehen musst. So, es geht hier darum, mutig, zuversichtlich und optimistisch zu werden, dieses Schicksal hier anzunehmen und dich darauf einzulassen, lebensbejahend darauf zuzugehen. Hier geht es darum, dass man sich öffnet, dass man das Leben genießt, dass man Spaß hat, dass man sich freut,
dass man zuversichtlich, mutig und auch risikobereit ist und auch strahlt. Vielleicht geht es auch darum, dich in das richtige Licht zu rücken, dass dir auch etwas klar wird oder du für Klarheit sorgst. Aber vor allem geht es hier um diese lebensbejahende, offene, lebensfrohe Art und Haltung, mit der du jetzt das Schicksal, was sich hier zeigt, annimmst. Diese schicksalhafte Lektion, vielleicht zum einen geht es darum, das zu akzeptieren, das anzunehmen, daran zu wachsen, aber auch dich dem Leben irgendwie zu öffnen, sich dem zuzuwenden. Ja, so bekomme ich das hier. Und du darfst hier auch auf dein Gespür vertrauen, auf deine Intuition, deine innere Stimme, deine Instinkte. Ne, wir haben hier die Königin der Kelche. Also ich denke schon, dass ihr für einen Großteil von euch, dass ihr diese Kelche hier darstellt, diese empfindsame Person. Und dass ihr hier auch gerade sehr intuitiv seid. Dass es darum geht, dass du jetzt wirklich auf die innere Stimme hörst, auf deinen Instinkt hörst in dieser Angelegenheit. Da, wo es gerade auch darum geht, hier für Gerechtigkeit zu sorgen oder ein Gleichgewicht wiederherzustellen. Hier geht es ja auch darum, dass so wie es in den Wald hineinruft, so schallt es auch wieder raus. Ne? Das ist so dieses universelle Gesetz des Ausgleichs. Also das, was du ausstrahlst, kommt auch zu dir zurück. So, und da in dieser Ansicht ist hier irgendetwas nicht ausgeglichen. Vielleicht ist auch bei dir irgendetwas zurückgekommen, was du ausgesendet hast oder umgekehrt. Was du jetzt tun darfst, um das Ganze hier auszugleichen und eine faire Lösung hier zu finden, eine gerechte Lösung, ein faires Urteil, ist jetzt wirklich auf dein Gefühl zu vertrauen. Zum einen ist es ja auch jemand, der eine mitfühlende, verständnisvolle Haltung hat. Ja, auch hier geht es darum, wieder Gerechtigkeit. Vielleicht bedarf diese Situation hier auch dein Mitgefühl, also dass man hier die Beteiligten hier versucht, mit dem Auge des Verständnisses, des Mitgefühls zu sehen. Zum anderen geht es darum, jetzt auf deinen eigenen Instinkte, deine Intuition zu hören, dich darauf zu verlassen, zu vertrauen, was dir deine innere Stimme jetzt sagt. Neun der Stäbe. Huch. Und nochmal die Königin der Stäbe. Ja, die Königin der Stäbe, die ist jetzt in jeder Legung, ist die gekommen. Als Aufforderung hier oder als Zukunft. Also das ist wirklich gerade eine Energie, die hier sehr präsent ist. Da geht es wirklich um deine Willenskraft, um dein Selbstbewusstsein, deine Entschlossenheit, deinen Mut, Risikobereitschaft. Um Lebendigkeit und Lebensfreude, Kreativität. Ne? Da haben wir auch die Sonne, diese Lebensfreude. Also du wirst hier, du kommst in diese Kraft rein, du wirst hier selbstbewusst auftreten, vielleicht auch unabhängig, sehr willensstark hier dich auch zum Ausdruck bringen, aber auch ja, vielleicht dich auch entfalten. Es ist auch die Energie, wo es darum geht, sich selbst zu entfalten, der eigenen inneren Stimme zu vertrauen und auch die eigenen Inspirationen, Ideen. Und alles, was dich so begeistert, jetzt zum Ausdruck zu bringen, zu entwickeln. Und dadurch in die Lebensfreude zu kommen, ne? Aktiv am Leben teilzunehmen. Wir sehen hier eine starke Entschlossenheit im April. Du bist hier sehr entschlossen. Es ist eine demonstrative Entschlossenheit, wo du quasi demonstrativ zur Schau stellst, dass du hier irgendetwas durchziehst, dass du hier vielleicht auch irgendeinen Fehler nicht nochmal wiederholen möchtest. Das ist auch dieses sich schützen wollen. Du fühlst dich hier irgendwie auch bedroht vor einer Gefahr, also vor irgendjemandem, der dich hier verletzen könnte. Und das hat damit zu tun, dass man hier schon mal verletzt wurde. Also hier gibt es Verletzungen, alte Verletzungen, die man jetzt zu schützen versucht mit aller Kraft. Indem man dicht macht. Das ist so eine Verhärtung auch. Das Problem hier ist so eine Verhärtung, die dich daran hindern kann, dich für wichtige neue Erkenntnisse und Möglichkeiten und Chancen zu öffnen. Also Entschlossenheit ist gut, einen Fehler nicht zu wiederholen ist gut, aber die Verhärtung, die dich vor neuen Erfahrungen abschirmt, das ist dann wiederum nicht gut. Also hier muss man schauen. Ne? Es geht darum, ja auch ein bisschen flexibel und locker, verspielt, leichtfüßig zu werden. Und das sehen wir hier mit den zwei der Münzen. Das bist du nämlich hier auch. Du lässt hier alles auf dich ein bisschen zukommen. Ja, also wir sehen hier schon eine verspielte Leichtigkeit, wo du jetzt hier auch diplomatisch
bist und die Dinge so hin und her jonglierst, die Möglichkeiten, die jetzt auf dich zukommen, dass man sich hier sehr anpassungsfähig und flexibel zeigt. Aber auch irgendwo fühlst du dich aber auch bedroht und bist sehr entschlossen. Verschlossen auf der einen Seite vielleicht oder auch entschlossen bezüglich eines Vorhabens oder einer Sache, die du auf gar keinen Fall nochmal machen möchtest. Ne? Und stattdessen öffnest du dich hier für die Möglichkeiten, die Chancen, die jetzt da sind, die dich hier in die Lebensfreude bringen, wo du dich entfalten kannst, dich zum Ausdruck bringen kannst. Ich meine, das sind ja auch Feuerenergien, ne? Das ist auch schon eine sehr willensstarke Energie, die wir hier sehen. Du bist sehr entschlossen. So, wir schauen mal drunter. Das Ast der Schwerter. Das ist jetzt eine Chance, die wir hier sehen, unterliegend. Also hier geht es darum, dass du hier irgendwo etwas klärst, etwas trennst, etwas löst. Dass du hier den springenden Punkt erkennst in einer Sache, um dadurch hier wirklich einen Schnitt zu setzen irgendwo, ja, oder hier etwas wirklich zu erkennen und dann dadurch eine neue Geisteshaltung zu bekommen, dich neu auszurichten. Ja, es ist auch diese Chance auf Neubeginn, indem du etwas hinter dir lässt, etwas klärst, trennst, löst, wie gesagt. Dann haben wir hier die 6 der Stäbe. 6 der Stäbe, der Sieg, der Triumph. Ja, also was ich hier so bekomme, ist so, was du hier brauchst, um diesen Sieg, diesen Triumph davonzutragen und auch um zuversichtlich und voller neuer Hoffnung den deinen Weg gehen zu können, was hier wirklich unter einem großen, guten Stern steht. Das ist dieses Thema, was hier gelöst werden möchte, geklärt werden möchte. Hier möchte irgendwo klar für klare Verhältnisse gesorgt werden, etwas gelöst werden, was hier nicht mehr gut ist. Ja, und das hat zu tun, ganz klar, mit deiner Hemmung, mit deiner Blockade, mit deiner Einschränkung, deinem Verzicht, vielleicht mit diesem betrügerischen Umfeld oder diesem unaufrichtigen, wo man sich hier auf und davon macht oder wo du hier auch irgendwie strategisch vorgehst oder dich versuchst zu schützen oder bedeckt zu halten. Da ist irgendwas unklar und ungerecht, unausgeglichen und da muss etwas geklärt werden, gelöst werden, erkannt werden, den springenden Punkt erkennen hier. Und das hat hier auch viel mit deinem Schicksal zu tun, dass du an deinem Schicksal wächst und deine Herausforderung in Form einer Schicksalslektion hier annimmst, eine Veränderung hier vielleicht auch einleitest, ja, oder hier einfach einen mutigen Schritt auch wagst. Mit der Sonne hier gerade geht es darum, hier mutig, lebensoffen dich hier darauf wirklich einzulassen und hier einen wichtigen Schritt zu wagen. Lass dich von deinen Instinkten führen. Ja, wie ich meine, 5 der Schwerter. Ne? 5 der Schwerter ist auf jeden Fall eine Situation, die hier mit Gemeinheiten, Grausamkeiten oder Demütigungen irgendwie unehrliche Kämpfe zu tun hat oder gemeine Kämpfe. Und dann haben wir hier die Blockade, die Unfreiheiten, die Einschränkungen, was dich hier wirklich sehr unfrei macht. Und da muss etwas geklärt werden, getrennt und gelöst. Und erkenne hier den springenden Punkt. Vielleicht hast du ja auch einen besonderen Einfall. Vielleicht kommen dir ja auch Gedanken, die dich hier auf die Lösung, die dir die Lösung zeigen wollen, womit du hier wirklich einen trennenden Schnitt setzen kannst oder eine Situation komplett klären und auflösen kannst. Und das wäre dein Sieg, dein Triumph. Und das bringt neue Hoffnung, neue Zuversicht. So, jetzt schauen wir uns noch die Orakelkarten an für die Steinböcke. Für den April hätte ich hier gerne noch einen Rat. Manifestiere deine Träume. Deine Träume. Ja, der König der Kelche ist auch eine Energie, die sehr verträumt ist. Da geht es darum, auch dich deinen Träumen zu öffnen. Nicht nur auf deine Intuition zu hören, natürlich deinen Instinkt zu vertrauen, das auf jeden Fall auch. Aber es geht ja auch darum, dich zu fragen, was eigentlich, wovon träumst du? Was sind eigentlich deine Wünsche, Visionen und Träume? Und die darfst du jetzt manifestieren, umsetzen, deinen Visionen folgen. So. Wasser fließt in
Zyklen. Und jetzt bist du in einem Zyklus der Manifestation deiner Träume. Halte diesen Fluss nicht auf, indem du zweifelst oder zögerst. Erlaube deinen Emotionen die Freiheit, sich auszudrücken, ausgedrückt zu werden. Also lass deine Emotionen, deine Gefühle frei fließen. Dass der richtige Zeitpunkt ist alles und jetzt ist die richtige Zeit. Deine richtige Zeit. Okay. Deine Träume auszudrücken, zum Ausdruck zu bringen. Handle jetzt. Na? Das ist das Schicksalsrad. Das sagt, jetzt ist die Zeit da. Nimm dein Schicksal an, handle jetzt, tu etwas. Ne? Was immer das hier auch ist. Natürlich zum einen deine Träume umzusetzen, zum anderen aber auch diese Situation hier zu lösen und zu klären und zu erkennen. Hier muss irgendetwas jetzt mutig getan werden, ne? Die Sonne, Königin der Stäbe, handle jetzt. Vertraue, ja, haben wir hier, König der Kelche. Entfessel deine Leidenschaften. Auch das haben wir hier mit der Königin der Stäbe und der Sonne. Deine Leidenschaften, ne? Was motiviert dich? Was macht dir Freude? Was spornt dich an? Entfessle deine Leidenschaften. Hier haben wir das Opfer. Andromeda. Vielleicht geht es darum, ein Opfer zu bringen. Ah nein. Es geht darum, dass du dich selbst nicht aufopferst. Darum geht es hier. Ja, also es geht darum, dass du lernst, damit umzugehen, dass andere vielleicht nicht glücklich mit dir sind oder dass andere ihr Unmut äußern oder Unmut zeigen in Bezug auf dich. Also dass man quasi auch mit unharmonischen Situationen oder auch damit, dass man die Erwartungen anderer nicht erfüllt, dass man damit lernt, umzugehen und das auszuhalten, weil es geht darum, dass du dich hier nicht aufopferst, dass du dich nicht opferst für andere. Übernimm persönliche Verantwortung und verschiebe nicht die Schuld auf andere. Ja? Also nicht anderen die Schuld geben, sondern stattdessen in die Verantwortung für dein Leben geben und Grenzen setzen, ne, bevor es zu solchen Situationen kommt. Einige deiner größten Ziele können auch erfordern, können ein Verzicht, ein Opfer erfordern. Und du solltest das sehr sorgfältig abwägen. Da haben wir hier dieses Abwägen. Also ist es hier das wert, irgendwo ein Opfer zu bringen? Wo möchtest du ein Opfer bringen? Also wenn es hier ein bestimmtes Ziel gibt, das du erreichen möchtest. Na, dann darfst du genau schauen, okay, welches Opfer muss ich dafür bringen und möchte ich das? Ist es das für mich wirklich wert? Du kannst nicht immer die Probleme anderer lösen, sondern du darfst jetzt für dich Grenzen setzen. Und welches Opfer bist du bereit, wirklich zu bringen? Okay. Abschließend gerne bitte noch eine Engelbotschaft für die Steinböcke. Einen Engel, nicht so viele, nur einen bitte. Für die Steinböcke. Da kommt er. Gelassenheit. Die Gelassenheit. Bleib gelassen. Ja. Aber was noch? Also,
Nimm dir Zeit, deine Gedanken und Energie zu sammeln, da es derzeit ziemlich wahrscheinlich zu Enttäuschungen und Verdruss kommen kann. Du bist ein leidenschaftliches, liebevolles und freudiges Wesen. Doch gleichzeitig möchtest du nicht für selbstverständlich gehalten und unterschätzt werden. Der Krieger in dir möchte sich auflehnen und kämpfen oder zumindest deine Fertigkeiten, Talente und deinen Wert beweisen. Doch das Auftauchen dieser Karte deutet darauf hin, dass du in diesem Moment nicht in der Weise respektiert oder gehört wirst, wie du es verdienst. Die Weisheit der Engel leitet dich an, dich zurückzuziehen und zu sammeln, bevor du die nächsten Schritte unternimmst. Also nimm dir die Zeit, deine Gedanken zu beruhigen und deine Energie zu sammeln. Wisse, dass Gott seine schützende Hand über die aktuelle Lage und die an ihr Beteiligten hält und dass es keinen Grund gibt, dir über das Karma eines anderen Menschen Sorgen zu machen. Ja, hier, das Karma, ne? Vielleicht machst du dir Gedanken über das Karma eines anderen. Ist auch möglich hier bei dieser Karte, weil wir haben hier dieses karmische Thema und dieses Ungleichgewicht, ne? Ziehe dich einfach zurück, tanke neue Energie und erlange deine Gelassenheit wieder. Die Karte ermutigt dich, die Energie des Gleichmutes zu mobilisieren. Gleichmut ist ein Zen-ähnlicher Zustand, in dem du darauf verzichtest, aus Angst und einem Gefühl des Getrenntseins heraus auf eine Situation zu reagieren. Gegenwärtig helfen dir die Engel des reinen göttlichen Lichts, dich beschützt und geführt zu fühlen. Sie ermuntern dich zu erkennen, dass dein Inneres von einer ungeheuren Kraft der Liebe erfüllt ist. Ja, liebe Steinböcke, das ist das, was ich jetzt hier sehe und dir mitgeben kann für den April. Ich hoffe, du konntest etwas für dich jetzt auch mitnehmen. Ja, der Gleichmut, das haben wir hier auch, die zwei der Münzen, ne? Nimm das alles ein bisschen locker, zieh dich hier zurück und geh verspielt und leichtfüßig hier jetzt in den April hinein. Fokussiere dich auf deine Träume, auf das, was dich hier wirklich begeistert, was dich lebendig macht. Ne? Und setze hier auch entschlossen Grenzen, ja, stehe hier für dich ein. Wenn du hier etwas für dich mitnehmen konntest, dann würde ich mich natürlich sehr freuen über einen Daumen nach oben oder auch über einen Kommentar oder ein Abo von dir. Und dann bedanke ich mich fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.